unsere Selbsthilfegruppe Opfersolidarität vorstellen. Es ist eine Selbsthilfegruppe für Betroffene von Gewalt, sexueller Gewalt und Kindesmisshandlung. Und wir sind autonom basisdemokratisch organisiert, registriert, staatlich anerkannt, aber können machen, was wir wollen. Und wir haben natürlich nicht so viel Geld für Werbung und darum habe ich heute einige Folder mit. Und es wäre sehr nett, nachdem ich mich dann fertig vorgestellt habe, wäre ich durchgehen, wenn sich jeder 10 mitnimmt und beim nächsten Hausarztbesuch oder Apothekenbesuch oder Stammbeiselbesuch dann die Folder auflegt, natürlich vorher fragen, wäre das sehr nett, dann müssen wir nicht alles abhatschen. Ja, uns gibt es ungefähr 4-5 Jahre. Wir sind für Frauen und Männer ab dem 18. Lebensjahr. Wir sind unter uns, also keine Therapeuten, sondern Betroffene, heißt ja auch Selbsthilfegruppe. Wir sind aber auch für Angehörige. Und es gibt mehrere Selbsthilfegruppen. Es wird sich nachher noch eine vorstellen, die speziell nur für Heimkinder, bei uns ist es ganz allgemein gehalten, also Betroffene von Gewalt, sexueller Gewalt und Kindesmisshandlung, somit auch rassistischer Gewalt zum Beispiel. Für Kirchenbetroffene gibt es wieder eine eigene Selbsthilfegruppe. Wir arbeiten natürlich alle auch zusammen und in einem Netzwerk und sind nicht Konkurrenten. Ja, hat jemand eine Frage? Ja, na gut. Da keiner die Frage hat, werde ich noch kurz etwas sagen. Ich möchte auf der Bühne begrüßen Keilich, weil wir Gruppen sind zwar, wir haben für alle Betroffenen eigene Gruppen, aber wir haben uns alle ganz lieb und gern und arbeiten alle in einem Netzwerk zusammen und sehen keine Konkurrenz, gell? Danke, ja. Also dann reiche ich mal weiter. Danke. Danke, grüß Gott. Wir sind eine Selbsthilfegruppe der Ex-Heimkinder, Ex-Fürsorgekinder. Wir sehen die große Idee des Weltfriedens an uns vorübergezogen. Die Gemeinde Wien, der Staat Österreich, lässt uns in letzter Reihe antanzen. Es wird, wie jetzt gerade über die Ethikkommission gesprochen wurde, von der Ethikkommission Neutraumatisierung vorangetrieben. Wir sind aus diesem Grund diesen Donnerstag um 10.30 Uhr vor der Uni. Und ein bisschen vorstellen kann uns jetzt Frank aus Australien, der aus diesem Grund ausgewandert ist, anno dazumal, und jetzt ein bisschen unsere Gruppe vorstellt. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Frank. I'm coming from Perth, West Australia. I would like to bring your attention to the home children of Vienna. Wir haben jetzt lang und breit über Kroatien, über andere Kriegsschauplätze oder missliche Plätze hier in Europa gehört. Ich möchte gerne Sie auf Ihre eigene Situation aufmerksam machen und vielleicht kann ich Ihnen hier etwas dabei vorlesen. Heimkinder wurden seit Jahrzehnten in staatlichen, kirchlichen Kinderheimen gequält, misshandelt und missbraucht. Über einen langen Zeitraum wurde geschwiegen. Verantwortliche, Bürgermeister, Stadträte, Magistratsbeamte, Richter haben diese Missstände vertuscht und die Akten wurden vernichtet. Bis zum heutigen Tage stehen Politiker und die Verantwortlichen nicht zu ihrer Verantwortung und zur größten historischen Katastrophe seit der Zweiten Republik. Reden werden gehalten, Kommissionen werden gebildet, aber nichts wird eingehalten. Gerade die geheuchelte und fehlende Empathie gegenüber den Opfern der Heimerziehung erzeugt Wut, Verzweiflung bei denselbigen. Durch die Wehrlosigkeit der Betroffenen gegenüber der verantwortlichen Betreibern der Heimkinder, deren nicht kontrollierten und oberen Instanzen erfolgt eine weitere Erniedrigung und Retraumatisierung.
Die geschichtliche Aufarbeitung erfolgt nur im Auftrage der Täter. Betroffene werden von der Aufklärung in Kommissionen ausgeschlossen. Und somit ist keine Transparenz gegeben. Viele Fragen bleiben offen. Meine Damen und Herren, lassen Sie bitte uns eines bedenken. Es sind Ihre Kinder, die bis zum heutigen Tage von der Magistratsabteilung MA11 von Ihnen weggenommen werden. Und Sie haben somit keine einzige Chance, kein Recht. Und das muss geändert werden. Ihre Kinder sind unsere Zukunft. Danke.